Yo, was geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 19 mit dem FC Bayern München. Ja, heute geht's weiter in der Bundesliga, und zwar steht der 19. Spieltag an. Wir sind ja beim letzten Mal ein bisschen holprig in die Rückrunde gestartet, da gab es nur ein 0:0 gegen Hoffenheim. Heute geht's gegen Stuttgart und wir schauen uns ganz kurz mal die Tabelle an. Also, die Bayern immer noch auf Platz 1, allerdings ist der Vorsprung ein bisschen geschrumpft. Nur noch 8 Punkte auf Gladbach. Dann Leverkusen, Berlin, Leipzig, Bremen, Dortmund, Augsburg und so weiter. Und unser heutiger Gegner, Stuttgart, auf Platz 12. Hier nur die untere Hälfte der Tabelle, ja. Wolfsburg und Nürnberg, die sind schon ganz schön weit weg von Platz 16. Aber okay, mal schauen, wie es weitergeht. So, heute also zu Hause gegen Stuttgart. Wir spielen in Rot, Stuttgart in Weiß. Wir spielen weiter auf Ultimativ. Das ist eine ziemlich gute Herausforderung, finde ich. Und dann gibt es einen kurzen Blick auf die Aufstellung. Also, vorne heute natürlich wieder Robert Lewandowski. Dann haben wir links Kingsley Coman. Rechts Robben. Mittelfeld mit Rodriguez, Tolisso und Thiago. Und die Abwehr heute Benjamin Mendy. Ne, heißt überhaupt Benjamin? Ne, ich glaube nicht. Also auf jeden Fall mit Mendy, Kimmich, Varane und Jerome Boateng. Und im Tor natürlich Manuel Neuer. Ja, wie gesagt, beim letzten Mal gab es ein bisschen enttäuschendes 0:0 der Bayern gegen Hoffenheim zum Auftakt der Rückrunde. Heute muss das besser werden. Die Analyse beim letzten Mal hat ergeben, dass das Passspiel der Bayern nicht optimal war. Das soll heute besser werden. So, also hier die Szenen vor dem Spiel. Der Südgipfel zwischen Bayern und Stuttgart steht also bevor. Und dann sind wir auch jetzt in der Allianz Arena. Restlos ausverkauft mal wieder die bayerische Allianz Arena hier in München. 19. Spieltag, die Bayern empfangen den VfB Stuttgart. Und eins ist klar, das Wetter spielt heute nicht ganz mit, es regnet. Aber das hält beide Teams nicht davon ab, dieses Spiel bestmöglich gestalten zu wollen. Und wir haben bei Stuttgart schon gesehen, Badstuber mit der Kapitänsbinde. Und hier die Tabelle. Ja, die Bayern natürlich immer noch auf Platz 1, aber man hat so seine Bedenken, ob das so weitergeht mit der fabelhaften Leistung aus der Hinrunde. So, genug gequatscht, wir wollen Fußball sehen. Und hier sehen wir es, Robert Lewandowski und Serge Gnabry, beide auf Platz 1 mit jeweils 12 Toren. Beim letzten Mal hat keiner von beiden treffen können. Mal schauen, ob heute einer von beiden trifft. So, jetzt geht's los, Anstoß ist erfolgt vom FC Bayern München. Damit läuft der 19. Spieltag der VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. Und rein geht's in die ersten 45 Minuten und der erste Ballverlust von Thiago ist auch schon da. So, Mendy dazwischen. Ball ist im Aus. Ja, Ball ist im Aus. Und es müsste eigentlich Einwurf geben. Nee, so abseits. Abseits. Da schauen wir nochmal ganz genau hin. Knapp, aber richtig. Freistoß für die Bayern. So, warum habe ich jetzt auf die Kameraeinstellung gewechselt? Ich weiß es selber nicht. Aber ist auf jeden Fall Jerome Boateng. James Rodriguez, Tolisso. Außen ist Robben. Da ist Lewandowski. Lewandowski sieht James wieder. James zu Lewandowski! Erster Abschluss für die Bayern. Robert Lewandowski. Und Ron-Robert Zieler ist, glaube ich, im Tor bei Stuttgart. Mit der ersten Parade. So, Eckball für die Bayern. Kurze Variante mit James Rodriguez. Da kommt von hinten Thiago. Thiago hat Zeit und mit dem wunderschönen Tor. 6. Minute. Und die Nummer 6 der Bayern schlägt zu. Thiago Alcantara mit einem wunderschönen und sehr gefühlvollen Tor. Eckball kommt, Rodriguez sieht Thiago. Und jetzt schauen Sie sich das mal an. Die Kamerafahrt zeigt, er hat viel zu viel Platz. Und dann, zack, ins lange Eck. Keine Chance für den Torhüter der Gäste. Und Bayern führt. Thiago Alcantara, sein 5. Tor in dieser Bundesliga-Saison. Das ist das erste Tor der Bayern in der Rückrunde. Und das war ein sehr, sehr schönes und gefühlvolles von Thiago. Der zwirbelt den Ball da schön rein. Das war ein tolles Ding. So, jetzt die Bayern natürlich mit der Führung, damit führt der Favorit. Und weiter geht's, da kommt Robben. Gefolgt von Sosa, Robben zieht das mal zurück. Hat den Ball jetzt natürlich auf dem linken Fuß. Robben versucht's.
Ball wird abgefälscht. Nächster Eckball für die Bayern. Hier nochmal der Wiederholung. Robben, ja, probiert's da, aber da wissen die Gegenspieler natürlich genau, was er vorhat, der Holländer. So, weiter geht's. Eckball Nummer 2 für die Bayern. Wieder die gleiche Variante. Und da ist Lewandowski, da ist Thiago, Tolisso, Boateng, Robben, Boateng, Tolisso, James. Boah, robust vorbeigetrennt. Da war ein bisschen zu viel Ellenbogen für meinen Geschmack dabei beim Gegenspieler. Aber okay, Spiel läuft weiter. Da ist Mendy. Lewandowski. Oh, Ballverlust der Bayern. Ungünstiger Zeitpunkt. Aber Stuttgart braucht ein bisschen zu lange. Trotzdem ist der lange Ball. Kimmich verliert das Kopfballduell. Und Stuttgart bleibt erstmal am Drücker. Da ist Donis. Weiter geht's mit dem Fehlpass. Varane war dazwischen. Und dann Thiago. Mit Glück bekommt er diesen Ball zurück. So ein Außenstarte Kingsley Coman. Ball kommt bei Coman an. So, und jetzt der Pass in die Mitte. Bringt nichts ein. Da war Lewandowski. Aber er wird vor dem Ball gestoppt. So, Tolisso. Kimmich. James. Weiter geht's zu Thiago. Der einzige Torschütze bis jetzt. Thiago außen ist Coman. Die Chance für die Hand. Kingsley Coman. Mit dem Pass in Mitte. James 2-0. 19. Minute. Doppelschlag für die Bayern. James Rodriguez. Mit dem Doppelschlag gegen den VfB Stuttgart. Und die Bayern-Fans, die jubeln ein zweites Mal am heutigen Tage. Coman stark. Wartet, bis die Lücke aufgeht und James Rodriguez anspielbereit ist. Und der muss eigentlich nur noch den Ball ins Tor reinschieben. 2-0 für die Bayern. Die Tormaschine legt jetzt also in der Rückrunde los. Bayern 2, Stuttgart 0. So ist der aktuelle Zwischenstand nach 20 Minuten. Für die Bayern läuft es heute wieder wie gewünscht. Und ja, Fehlpass, da wollte ich gerade sagen, heute läuft es gut, aber dann so ein Fehlpass, den wollen wir natürlich ungern sehen. Und da ist die Chance, Donis! 2-1. Ein Fehlpass und es wird eiskalt bestraft. Dann stehen die Bayern hinten nicht richtig und dann der VfB Stuttgart mit dem Anschlusstreffer. Wie gesagt, ein Fehlpass und dann geht's schnell beim VfB. Und dann kommt Kimmich nicht hinterher. Und dann ist der Ball im Tor. Kimmich zieht zwar noch am Trikot, aber da macht er nichts. Um Neuer ist da auch chancenlos. Schön gespielt. Und da sieht man mal wieder ein Fehlpass. Und das Ding ist direkt nach hinten losgegangen. Also Fehlpässe in so einer Situation sind tödlich. Und die passieren uns irgendwie ab und zu doch mal. So, da ist Kimmich. Tolisso. Da ist Thiago. Der sieht Mendy. Lewandowski. Und da ist Tolisso. Nochmal Tolisso. Nein. Ziele ist zur Stelle. So, weiter Abschlag nach vorne. Tolisso direkt wieder am Ball. Tolisso zu Lewandowski. Nein, Lewandowski kommt nicht ran. Und es müsste sogar Eckball geben. Oder nee, Abstoß. Abstoß gibt's. Schade, schade. Wenn da Lewandowski irgendwie rangekommen wäre, das wäre eine dicke Chance für die Bayern gewesen. Die immer noch 2-1 führen. So, langer Ball nach vorne. Und da schmeißen sich aber in jeden Zweikampf rein. Varane springt vorbei. Stuttgart hält hier erstmal den Ball, aber Thiago mit dem Ball gewinnen. Da ist Tolisso. So, außen Kingsley Coman, der startet jetzt und hat viel Platz. Die nächste Chance für die Bayern. Tolisso, Coman kommt durch, Kingsley Coman. Oh Mann, da sind es dann zu viele. Und dann will er es ein bisschen zu eigensinnig machen. Und jetzt Achtung, Stuttgart kann kontern. Kimmich gewinnt das Kopfballduell, das war wichtig. Und jetzt Varane. Sicher zu Thiago und weiter geht's über Robben. Oh Gott, der Ball ist fast im Aus. Ging aber nochmal gut. Da ist James. James, Lewandowski, James, die Chance. Nein. Ziele hat den sicher.
Und ab geht's direkt in die andere Richtung. Und Mendy gewinnt das Kopfballduell. Da ist Coman, Thiago, Tolisso. Ah, fast der Ballverlust, aber die Bayern bleiben am Drücken. Und Robben, was war denn das für ein Pass? Das war nicht wie geplant. So, langer Ball nach vorne wieder bei Stuttgart, aber wieder die Bayern dazwischen. Sie versuchen das Spiel jetzt komplett unter die Kontrolle zu kriegen, aber es läuft momentan nicht so rund beim deutschen Rekordmeister. Das eine Gegentor tat schon ein bisschen weh, hat man so im Gefühl für die Bayern. Mendy, gut gemacht, schön mit Thiago, Coman, aus wieder Mendy, schöner Ball, die nächste Chance für die Bayern. Mendy, der Linksverteidiger, jetzt die Chance, Lewandowski, boah, geil, 42. Minute und der Top-Torjäger schlägt mal wieder zu, Robert Lewandowski ist zur Stelle und macht sein Tor zum 3:1. Hoch hinein und dann künstlerisch, möchte man schon fast sagen. Lewandowski ein bisschen zu frei in dieser Situation. Und dann wusch, rein ins Tor. Da gibt es keine Chance für Ziele, da irgendwie noch was zu halten. Und damit führen die Bayern nur mit 3:1. Sein 13. Tor in dieser Bundesliga-Saison. Robert Lewandowski. Und damit führt er alleine wieder die Torjägerliste an. Ein Tor vor Serge Gnabry, der heute auf der Bank sitzt. So, 3:1. Zwei Tore Vorsprung ist wieder hergestellt. Mal schauen, wie Stuttgart reagiert. Da ist die Davi gegen Boateng. Zurück zu Neuer. Und erstmal mit dem Abschlag zu Robben. Und Robben behauptet den Ball sehr gut. Und da ist Lewandowski. Und der schickt James Rodriguez. War im Abseits. Schwierig zu sehen. James Rodriguez. Oben ist Coman. 4:1. 4:1 für die Bayern. James Rodriguez, ein toller Teamplayer. Der ist nicht eigensinnig. Nee, nee. Der hat das Auge, hat den Kopf oben. Und Kingsley Coman. Klar, ich hätte es selber auch probieren können. Aber ganz ehrlich, es ist ein Teamsport. Und Coman stand viel besser als James Rodriguez. Und deswegen 4:1. Torvorlage James Rodriguez, Torabschluss und Torerfolg Kingsley Coman. So, 4:1. Jetzt legen die Bayern aber dann doch noch los. Kurz vor der Halbzeitpause ein heftiger Doppelschlag nochmal vom FC Bayern München durch Lewandowski und durch Kingsley Coman. Das müsste es doch jetzt eigentlich mit der ersten Halbzeit gewesen sein. Nochmal die Stuttgarter auf dem Weg nach vorne. Da ist die Davi. Gomez. Gomez mit der Hereingabe bringt nichts ein. Mendy ist zur Stelle und uiuiuiuiui. Da wird abgepfiffen. So, das war's mit der ersten Halbzeit. Die Bayern führen mit 4:1 gegen den VfB Stuttgart. Er ist einer der vier Torschützen. Robert Lewandowski. Und bis jetzt ist es vom Ergebnis her eine sehr einseitige Nummer. Die Bayern hatten eine starke Anfangsphase, dann kam Stuttgart ins Spiel, hat den Anschlusstreffer erzielt, war dann deutlich besser im Spiel drin als zur Anfangsphase und dann auf einmal zwei Tore von den Bayern zum 4:1 zwischenzeitlich nun. Und ja, ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Halbzeit Nummer 2. So, Stuttgart stößt an, zweite Halbzeit läuft, Bayern gegen Stuttgart. Momentan steht es 4:1 hier in der Allianz Arena für die Hausherren, für die Roten. Und jetzt sind wir natürlich gespannt. Fallen die Stuttgarter in der zweiten Halbzeit restlich auseinander oder können sie sich vielleicht irgendwie fangen? Da ist auf jeden Fall schon Coman. Außen ist Robben, der passt ein bisschen zu weit von Lewandowski, aber Robben immer noch bei Robben mit der Hereingabe auf den zweiten Pfosten, da wo Coman gelauert hat. Und dann holt ihn sich Robben wieder zurück. Da ist Tolisso. Da ist James. Lewandowski richtig stark. Und dann der Verteidiger dazwischen. Das war die nächste dicke Chance für die Bayern. So, jetzt mal Stuttgart am Ball. Aber wieder der Ballverlust. Lewandowski sieht Robben. Robben zu Kingsley Coman. Der wird ein bisschen gezogen. Schiri lässt aber diese Situation weiterspielen. Und da ist Kimmich. Thiago und runter zu Mendy. Die Bayern von Minute 1 an der zweiten Halbzeit mit richtig viel Druck Richtung Stuttgarter Tor. Nächste Chance, Lewandowski.
und Ziele. So, Ecke für die Bayern, kurze Variante, da ist Robben, der hat ihn jetzt auf dem linken Fuß, will abschließen und der ist abgefälscht und geht dann fast ins eigene Tor. Nächste Chance, Eckball für Bayern. Oh, der ist aber künstlerisch reingesprungen. So, nächste Ecke. Jetzt mal hoch hinein, Coman. Oh Gott, die bringen so halt nichts ein. Ich finde die kurze Variante mit dem schnellen Pass deutlich besser als die hohe Variante irgendwie reinzubringen. Auch wenn es nicht so cool ausschaut, aber es bringt meiner Meinung nach viel, viel mehr. Zumindest mir. So, Kimmich. Ja, das war ein Ballverlust der Marke unnötig. Kein Foulspiel an Lewandowski und Stuttgart. Jetzt mal aggressiv im Zweikampf und jetzt kommen sie mal über die eigene Hälfte hinaus in der zweiten Halbzeit. Da ist die Davi, da ist Donis, der einzige Torschütze bis jetzt. So, und ab nach vorne. Vielleicht kommt der Lewandowski hin. Nein, tut er nicht. Und jetzt der VfB wieder. Da ist die Davi. Oh, und das war nix. Fehlpass und Stuttgart wechselt, so wie es aussieht. Jawohl. Gonzalo Castro kommt, Dennis Aogo geht runter und wir wechseln jetzt auch direkt. James Rodriguez darf raus. Ist viel gelaufen, Müller rein. Außerdem Martinez für Tolisso und die letzten Wechsel heben uns dann nur ein bisschen auf. Mal schauen, wie wir noch bringen werden. So, jetzt also der Doppelwechsel beim FC Bayern München. Tolisso und Rodriguez dürfen runter. Martinez und Müller neu auf dem Platz nun. Und weiter geht's. Einwurf für die Bayern ausgeführt. Mal schauen, wie sich die zwei Neuen jetzt auf dem Feld so machen werden. So, Ballverlust erstmal von Thiago. Da ist Kimmich. Martinez. Müller, Thiago. Aber Stuttgart steht gut. Das machen sie jetzt echt gerade ziemlich vorbildlich. So, jetzt Martinez. Aber die Bayern kommen trotzdem ran. Da ist die Chance, Müller. Müller nochmal, Müller. Und da ist Lewandowski. Irgendwie bringen sie dann doch den Abschluss immer zustande. Irgendwie Ping-Pong und dann Lewandowski. Und fast das nächste Tor. So. Nächste Chance. Ha, nein, da kam keiner entgegen. Schade. Da hat es nicht so ganz funktioniert. So, da ist Boateng. Unten ist Martinez. Versucht den Pass zu spielen. Da ist Müller. Müller. Schwierig. Schwierig in der zweiten Halbzeit durchzukommen gegen den VfB Stuttgart, die ja scheinbar sich hier zusammenreißen wollen und nicht das Ding komplett aus der Hand geben wollen. So, nächste Hereingabe Sarr. Aber dann wieder die Bayern dazwischen und da ist Robben. So, Thiago. Müller im Doppelpass. Schön gespielt. Und dann, ach, da verspringt Thiago der Ball. Sieht man selten beim Spanier. So, jetzt der Pass nach vorne. Da ist Donis. Uiuiui, das war wieder knapp vom Elfer. So, aber die Bayern sofort wieder im Aufbauspiel nach vorne. So, unten ist Coman. Oben wäre Robben. Er spielt aber zu Kingsley Coman. Der in der zweiten Halbzeit ein bisschen untergegangen ist. So, Coman mit dem Auge in die Mitte. Warum läuft denn da Müller nicht weiter? Verstehe, wer will. Ich nicht. So, jetzt Martinez, super im Zweikampf. Weiter geht's zu Varane. Da ist Kimmich. Robben, lauf doch los. Jawohl, jetzt Robben. Nächste Chance für die Bayern. 75. Minute. Robben allein, allein, allein. Und Ziele. So, letzten 15 Minuten haben begonnen. Das heißt, wir wechseln jetzt auch nochmal. Stuttgart auch mit dem Wechsel. Jetzt kommen wir dann auch direkt mit dem nächsten Wechsel. Wir bringen, wie gesagt, wir bringen mal Ribéry für Coman. Damit Ribéry auch ein bisschen ran darf. So, also jetzt der angesprochene Wechsel. Kingsley Coman geht runter. Franck Ribéry neu auf dem Platz. Und Eckball gibt es für die Bayern. So, Variante funktioniert wieder. Da ist Robben. Da ist Thiago. Hinten lauert Raphael Varane. Ja, gut. Ein bisschen zu wenig Druck hinter diesen Ball gebracht. Und da ist Müller. Thiago. Ey, wir kommen in der zweiten Halbzeit nicht mehr durch. Keine Ahnung, Stuttgart hat sich, glaube ich, echt vorgenommen, das Ding hier nicht noch höher zu verlieren. Oder verlieren zu wollen.
Auf jeden Fall kommen wir einfach nicht mehr durch. Es ist echt schwierig in der 72 geworden. So, da ist Kempf. Boateng vom Gegenspieler am Ball. Da ist Martinez, da ist Thiago. Und da ist Mendy. So, der ist ein neuer Mitspieler. Da ist Franck Ribéry. Ja, gut, wenn keiner losläuft, dann machen wir halt weiter. So, Foulspiel am Mendy. Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Okay, warum da kein Foulspiel gepfiffen wurde, verstehe ich selber nicht. Und jetzt Stuttgart nochmal. Die drücken hier schon noch aufs Tempo. Die Bayern stehen offen. Nächste Chance für den VfB zum 4:2. Nein, Manu nur erst zur Stelle. Und der Ball ist im Aus. Abstoß müsste geben. Hier sehen wir es nochmal. Robert Lewandowski. 4 Chancen. Leider nur ein Tor. Abschluss ausgeführt. Badstube ist runtergegangen beim VfB Stuttgart. Und die stehen halt mittlerweile echt eng, muss ich sagen. Also, puh. Da geht momentan sehr, sehr wenig nur noch bei den Bayern. Und nochmal die Stuttgarter, die jetzt nochmal mutig werden, kurz vor Ende des Spiels. Das 4:2 liegt in der Luft. Dann die Bayern ein bisschen riskant im Setzen. Neuer kommt nicht ran, Ball ist vorbei. Abstoß für die Bayern gibt es. Letzte Minute läuft der regulären Spielzeit. Und nochmal die Bayern am Ball. Martinez. Raus zu Kimmich. Langer Ball zu Robben. So, Robben allein. Ich verstehe halt nicht, warum das kein Foulspiel ist. Da checkt der andere Spieler Robben komplett weg, dass er nicht an den Ball kommt, und dann ist es einfach kein Foulspiel. Also manchmal ist es schon ein bisschen sporadisch gepfiffen, finde ich. Vom Schiedsrichter. So, die letzten Minuten laufen aber. Die Bayern führen mit 4:1 und das ist auch der Schlusspfiff. Also, der FC Bayern München schlägt den VfB Stuttgart mit 4:1. Die zweite Halbzeit war durchwachsen. Die erste Halbzeit war gut, die zweite Halbzeit, Stuttgart hat gekämpft, dass sie nicht noch mehr Tore kassieren. Und die zweite Halbzeit war, da würde ich nur noch das Ding runterspielen, sicher zu Ende bringen. Und die 3 Punkte sicher in München lassen. So, die Torschützen. Hier nur mal aufgelistet. Stuttgart hat den Anschlusstreffer zwischenzeitlich erzielt. Aber die Bayern dann mit einem Doppelschlag vor der Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit ging dann halt gar nichts mehr. Ja, die zweite Halbzeit war ein bisschen öde, wenn ich ehrlich bin. Da ging nichts. Da ging halt wirklich nichts Großartiges mehr. Ja. Gut, bestes Spiel heute. James Rodriguez. Coman war stark, Lewandowski war stark, Thiago war stark, also die ganzen Torschützen. Und Mendy mit 8,9 auch sehr, sehr stark. Gut, soweit dazu. Jetzt haben wir eine neue Nachricht, ich glaube von Mendy. Genau, er bedankt sich, dass er hat spielen dürfen. Ja, hat auch gut gespielt, Benjamin Mendy. Und ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Wobei, ja doch. Beim nächsten Mal geht es dann gegen Bayer Leverkusen. Gut, dann bedanke ich mich heute fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder gegen Bayer Leverkusen. Macht's gut, bleibt am Ball und wir sehen uns beim morgen wieder. Ciao.